Die stärksten Geschichten sind die wahren. Von Würde und Verletzbarkeit. Licht und Dunkelheit. Wir sind, weil du bist. Alles Menschen im Gespräch mit Veit Lindau. Hey ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und hier ist der Veit mit einer weiteren Episode in meinem Podcast Alles Menschen. Vielleicht hast du auch schon manchmal angesichts der Probleme der Menschheit gedacht, oh, ich bin viel zu klein, ich kann nichts bewegen. Mein heutiger Gast ist das beste Beispiel dafür, wie wichtig jeder Einzelne von uns ist und was wir alles bewegen können. Ich bin mir sicher, du hast schon einmal von ihm gehört. Felix Finkbeiner kam als Schüler auf die Idee, einen Baum zu pflanzen. Und daraus wurde eine riesige internationale Kinder- und Jugendinitiative, Plant for the Planet. Mittlerweile hat diese Initiative weltweit hunderte Millionen von Bäumen gepflanzt und es werden immer mehr. Ich möchte dir einen bemerkenswerten Menschen vorstellen und dich gleichzeitig dazu einladen, gemeinsam mit uns und auf Homodea Bäume zu pflanzen. So lass uns nicht angstvoll in die Zukunft schauen, sondern lass uns Verantwortung übernehmen. Lieber Felix, ich freue mich ganz, ganz doll, dass das endlich geklappt hat. Es war gar nicht so leicht, dich ranzukriegen. Ja, ich mich auch. Ja. Sag mal, wo steckst du gerade? Du hast gesagt, du bist auf dem Hotelzimmer. Genau, ich bin gerade in der Durchreise in Stuttgart. Ich bin hier gerade, ich habe eigentlich das letzte Jahr jetzt in Mexiko gewohnt, bin aber jetzt für ein paar Wochen in Europa, um unsere wichtigsten Partner zu besuchen, um mal Hallo zu sagen. Mexiko werden wir sicher da auch drüber sprechen. Also das heißt, du warst wahrscheinlich auf Yucatan. Genau, ich war dort bei unserem Aufforstungsprojekt. Ja, wir werden dort auch ganz sicher über Bäume sprechen, Felix. Aber ich habe mir vorgenommen, ich möchte vor allen Dingen über den Menschen, Felix, sprechen, wenn das fein für dich ist. Als ich jetzt vor kurzem wieder, seit langem wieder mal ein Video von dir gesehen habe, dachte ich, krass, wie alt bin ich geworden? Weil ich kann mich noch richtig, richtig gut an die ersten Videos mit dir erinnern. Also das hat sich irgendwie aus irgendeinem Grund, haben sich diese Bilder total eingeprägt. Das heißt, du hast dich auch ordentlich verändert. Ja. Kannst du das Wort Baum noch hören? Stimmt schon, wir machen das ja, oder ich mache das ja jetzt seit 14, 15 Jahren. Aber es sieht vielleicht von außen manchmal so aus, als mache ich seit 15 Jahren das Gleiche, seit ich dann 9 Jahre alt bin. Aber das Tolle eigentlich ist, dass es sich unsere Arbeit bei Plant for the Planet über diese Jahre extrem weiterentwickelt und verändert hat. Als wir damals ganz angefangen haben, im ersten Jahr, war Plant for the Planet so ein Schulwettbewerb, welche Schule am meisten Bäume pflanzt. Und das war eigentlich, Plant for the Planet war eigentlich eine ganz einfache Webseite, bei der sich eben die Schulen in Deutschland anmelden konnten und in diesem versucht haben, ihre Nachbarschulen zu übertrumpfen. Und so hat sich Plant for the Planet in den ersten 3 Jahren verbreitet. Und das war natürlich ganz cool. Und daraus wurde dann wurden unsere Plant for the Planet Akademien als zentraler Teil unserer Arbeit, wo es eigentlich gar nicht so sehr darum ging, so viele Bäume wie möglich zu pflanzen, sondern Kinder und Jugendliche zu empowern. Also dass Kinder 10, 11, 12 bei diesen Akademien lernen, dass man sich einsetzen kann, dass man was tun kann, um diese Klimakrise anzupacken. Und das ziehen wir bis heute durch. Bis heute haben wir insgesamt 1500 solche Akademien weltweit in 75 Ländern organisiert. Wir hatten über 90.000 Kinder. Kurz, also nicht 1500 Kinder, sondern 1500 Akademien. Genau, 1500 Akademien mit 90.000 Kindern, die teilgenommen haben und so zu unseren Botschaftern für Klimagerechtigkeit ausgebildet wurden, die dann alle ja selber Vorträge halten, Pflanzaktionen organisieren und sich in alle Arten gegen die Klimakrise einsetzen. Und dazu kamen dann auch Jahre, in denen wir uns ganz stark darauf konzentriert haben, selber im großen Stil aufzuforsten. Das hatten wir besonders mit unserem Aufforstungsprojekt in Yucatan, auf der Yucatan-Halbinsel gemacht. Dort haben wir mittlerweile dieses Jahr knapp 150 Mitarbeiter, die dort zusammenhelfen,
um innerhalb von einem Jahr 2,5 Millionen Bäume zu pflanzen. Da können wir gerne noch mehr drüber sprechen. Und dazu kommt seit in den letzten 3 Jahren unsere Plant for the Planet Plattform. Das sind Software-Tools, die wir entwickeln, um anderen Aufforstungsprojekten auf der Welt zu helfen, dass sie ihre Aufforstungsarbeit transparenter machen können und dass sie Geld sammeln können für ihre Aufforstungsarbeit, also Spenden sammeln können. Und ich erzähle das, um zu zeigen, dass sich natürlich Plant for the Planet in ganz viele Weise in diesen Jahren weiterentwickelt hat, immer neue spannende Projekte dazugekommen sind. Und auch wenn ich jetzt seit 5 Jahren an Bäumen arbeite, in verschiedenster Hinsichten, hat sich doch immer stark verändert und ist spannend geblieben. Aber ich stelle mir vor, es ist ja nicht so ungewöhnlich. Es gibt ja viele Leute, die jahrzehntelang grob im gleichen Bereich arbeiten. Ja, na, vor allem, wenn der sich so breit weiterentwickelt, wie du es gerade geschildert hast. Jetzt kenne ich das so von mir, Felix, wenn ich ein Projekt starte, in das ich krass viel Hoffnung reinstecke und ich kann mich noch an diese ersten Videos mit dir erinnern, diese, ich sage mal, diese unschuldige Begeisterung damals. Also diese Euphorie, die da ist. Ja, okay, jetzt verändern wir die Welt und dann kommen die Phasen, wo du plötzlich realisierst, ey, fuck, es dauert ein bisschen länger, es gibt Rückschläge, es funktioniert nicht so, die Welt reagiert nicht so stark, wie du dir das vielleicht gehofft hast. So, wenn du jetzt abwägen würdest, jetzt gerade so auf der einen Seite deine Hoffnung für die Menschheit und auf der anderen Seite vielleicht Frust und Skepsis, wohin schlägt die Waage gerade aus, wenn du ehrlich bist? Also ich hatte natürlich viele Momente und man schwenkt dann natürlich auch hin und her über die Jahre. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass wir uns als Gesellschaft grundsätzlich in die richtige Richtung bewegen und dass wir bei den größten Herausforderungen unserer Zeit grundsätzlich Fortschritte machen. Also wenn wir die weltweite Ungerechtigkeit, die weltweite Armut angucken, merken wir, dass der Prozentsatz der Bevölkerung, der in extremer Armut weltweit lebt, in den letzten Jahrzehnten noch deutlich zurückgegangen ist. Lang nicht schnell genug und es sollte viel, viel schneller passieren und wir könnten diesen Prozess deutlich beschleunigen, aber grundsätzlich bewegen wir uns in die richtige Richtung. Bei Klima ist es weniger eindeutig, auch deshalb, weil wir immer noch jedes Jahr mehr CO2 herausstoßen als im Jahr davor. Also nicht nur, dass wir unsere CO2-Emissionen nicht schnell genug reduzieren, sondern dass unsere CO2-Emissionen immer noch ansteigen. Jetzt war die Covid-Epidemie dort eine Ausnahme. Im Jahr 2020 sind unsere CO2-Emissionen deutlich gesunken. Aber eben nicht, weil wir wirklich umgelenkt haben, sondern eher, weil es eine Ausnahme war. Und wir gehen davon aus, dass sie 2021 vielleicht bereits wieder über den 2019-Niveau liegt. Also das sieht nicht gut aus. Gleichzeitig haben wir aber technologisch, auch wenn wir unsere CO2-Emissionen nicht reduziert haben in den letzten Jahrzehnten, haben wir technologisch ziemlich einen Fortschritt gemacht. Die Kosten für Solarenergie sind in den letzten 10 Jahren um 90% gefallen. Und wir haben auch bei der Windenergie extreme Reduktionen in den Kosten erlebt. Also sind in der ganzen Zeit nicht gleich schnell gefallen, aber ungefähr 70% gefallen. Und auch die Speichertechnologie, also einfach Batterien, die sehr, sehr wichtig sind, um die Klimakrise zu lösen, sind auch deutlich günstiger geworden. Und das bedeutet, dass die Klimakrise heute zu lösen, ist einfach viel, viel günstiger, als es noch vor 10 Jahren war und viel, viel günstiger, als sich damals alle hätten vorstellen können. Und deswegen bin ich mittlerweile viel optimistischer, dass wir dieses Problem auch lösen können. Aber gleichzeitig, um die 1,5 Grad Klimagrenze einzuhalten, haben wir eigentlich nur noch 6 Jahre Zeit. Wir müssten eigentlich nach 6 Jahren bei aufhören, unsere CO2 zu emittieren bei unserem jetzigen Emissionsniveau. Und das ist natürlich komplett unrealistisch. Da sehen wir, dass wir einfach viel zu lange, viel zu wenig getan haben und es jetzt
wirklich extrem, extrem schwer wird. Also wir bewegen uns grundsätzlich in die richtige Richtung, aber viel, viel zu langsam. Jetzt hast du also wahrscheinlich viel Kontakt, enorm viele Gespräche, so stelle ich mir das vor, mit Menschen in Verantwortungspositionen, die was verändern könnten. Hast du das Gefühl, dass sich da generell was verändert oder ist es immer noch so, also viel Begeisterung, viel Versprechen und dann passiert es leider zu wenig oder zu langsam? Verändert sich da was? Es ist, glaube ich, schwer, das für die Welt insgesamt zu sagen. Mhm. Aber es gibt jetzt verschiedene Länder, die natürlich wichtig sind in der Lösung der Klimakrise, bei denen wir doch Fortschritte sehen. Also vielleicht fangen wir mal mit Deutschland an. Mhm. Als vor 4 Jahren bei der letzten Bundestagswahl, beim letzten Kanzlerduell, ist das Wort Klima kein einziges Mal vorgekommen. 1,5 Stunden wurde gesprochen und kein einziges Mal wurde die Klimakrise erwähnt. Jetzt sind wir 4 Jahre später und Klima ist in viele Hinsichten das größte Thema in dieser Bundestagswahl. Jetzt aber trotzdem heißt es noch lange nicht, dass wir das Problem gelöst haben. Wir haben in den Jahren natürlich viel zu wenig getan und es ist noch sehr unklar, wie gut die Klimapolitik der neuen Bundesregierung dann sein wird nach diesem September. Aber das zeigt schon ein ziemlich klares Umdenken in Deutschland innerhalb dieser 4 Jahre. Und wir haben dort, wir verdanken der Fridays for Future-Bewegung zu unglaublich viel, die das wirklich geschafft haben, Klima zu diesem dominanten Thema in dieser Bundestagswahl zu machen. Trotz Corona ist es trotzdem ein Thema, über das wir konstant sprechen. Also es ist ein großer Fortschritt. In den USA haben wir natürlich auch ganz klar Riesenfortschritte. Statt einem Präsident Trump haben wir jetzt eine Regierung, die mit Biden, die Klimakrise sehr, sehr ernst nimmt und in seinem Jobsplan, Green Jobsplan, den er vor ein paar Monaten vorgestellt hat, haben wir eine der ambitioniertesten Klimagesetzgebungen je. Ob er sie so durchbringt, ist sehr unklar oder sehr unwahrscheinlich, dass er sie in dieser vollen Größenordnung durch den Senat bekommt, weil die Demokraten dort eben eine hauchdünne Mehrheit nur haben. Aber die jetzigen Anzeichen, also die Klimapolitik, die in dem Reconciliation Bill drin sind und im Infrastructure Bill, sehen relativ gut aus. Also auch dort werden wir da deutlich Fortschritte machen. Hattest du, als plötzlich Greta von Thunberg aufgetreten ist und später Lisa Neubauer, hattest du so das Gefühl von, ey, cool, hier kommt Rückenwind, hier kommt Unterstützung für euer Anliegen? Um ehrlich zu sein, in den allerersten Wochen von Greta Thunberg, als wir da zum ersten Mal von ihr gehört haben, habe ich das Ganze nicht so ernst genommen erstmal. Ich hätte es auf keinen Fall vorher gesehen, was für eine große Sache sie damit auslösen wird. Also es war natürlich eine schöne Geschichte, dieses Mädchen, das dort sich tagtäglich vor dieses Parlament setzt, aber ich hätte nie damit gerechnet, natürlich. Bin aber unglaublich beeindruckt, wie gut Greta, Luisa und all ihre Mitstreiter in Deutschland, in ganz Europa und natürlich weltweit diese Bewegung umgesetzt haben. Also erstmal fand ich diese Sache freitags eine Stunde lang nicht in die Schule gehen so unglaublich genial, weil sie dort genau die richtige Menge provoziert haben. Dadurch, weil sie das gemacht haben, gab es wochenlang diese konservativen Kolumnen-Journalisten, die da diese Think Pieces geschrieben haben, ob das okay ist, eine Stunde Schule zu schwänzen. Und das hat diese noch sehr kleine Bewegung, die noch eine sehr schwache Stimme hatte, einfach so lang in den Medien gehalten, bis sie einfach selber groß genug war, diese Aufmerksamkeit auch über andere Wege zu bekommen. Wenn sie zu viel produziert hätten, hätten sie zu viel Gegenwind ausgelöst, hätte es auch nicht geklappt. Aber das war genau die Menge an Provokationen, die sie einfach zum Thema machen und trotzdem die Sympathien behalten. Es war einfach wirklich super gemacht und einfach die Art, wie Luisa, wie klar sie spricht und natürlich ganz viele andere in dieser Bewegung auch, einfach klasse.
Lass uns mal zurückgehen an einen Moment, als alles angefangen hat. Also ein Hauptbereich meiner Arbeit ist Berufung und es gibt viele Leute, die hätten gern so einen 10, 20, 30 Jahresplan für ihr Leben oder die hätten ganz klar gesehen, was ihre Berufung ist. Ich vermute mal, damals, als du mit diesem Schülerprojekt aufgetreten bist, hattest du keine Ahnung davon, wohin das Ganze führt. Nein, auf keinen Fall. Also ich hätte mir natürlich nie vorgestellt als Neunjähriger, dass ich das mit jetzt 23 immer noch mache. Aber es ist nicht so, dass ich damals wusste, geglaubt hätte, dass ich es mit 23 nicht mehr mache, sondern dass man sich einfach als Neunjähriger solche Gedanken gar nicht macht. Es ist auch gar nicht so lange her, dass ich wirklich entschieden habe, dass ich das jetzt wirklich langfristig machen möchte. Ich habe da natürlich immer auch ganz viele andere Sachen überlegt. Aber mir macht es unglaublich viel Spaß, was ich hier machen darf. Wir haben ein richtig, richtig cooles Team an Leuten bei Plan for the Planet. So viele tolle Botschafter, also junge Menschen, die mitkämpfen überall auf der Welt mit Pflanzaktionen, indem sie Vorträge halten und so weiter. Und es ist einfach eine unglaublich coole Gruppe, mit der ich da zusammenarbeiten darf. Ich habe mir so im Vorfeld habe ich mir versucht, mich zu erinnern, wie ich drauf war. Mit 9 konnte ich nur noch schwer. Und was so alles passiert in dem Alter von 9 bis 24. Also hattest du eigentlich, also auch bei diesem krassen, bei dieser krassen medialen Aufmerksamkeit, die ja relativ früh auch bekommen hat, würdest du jetzt rückwirkend sagen, dass du Zeit hattest, normal aufzuwachsen, Zeit für all den Mist, den man anstellen muss als Junge, oder ist das alles weggefallen? Ich glaube, unser Höhepunkt der medialen Aufmerksamkeit war ungefähr ein Jahr, nachdem wir angefangen haben. Also wir haben 2007 losgelegt im ersten Baum und so 2008 war dieser Höhepunkt, weil es natürlich eine starke Geschichte war. So ein kleiner Junge oder mit Gruppe von anderen Kindern, die zusammen Bäume pflanzen, weil sie sich Sorgen machen um den Eisbär und um die Klimakrise. Aber um ehrlich zu sein, hat mich das damals nicht so berührt. Ich habe das relativ wenig mitbekommen. So als 9-, 10-Jähriger hat man kein Gefühl dafür wirklich, was es bedeutet, wenn da in Berlin, in der Berliner Morgenpost oder sowas, was in der Zeitung steht. Wenn ich da in Bayern zur Schule gegangen bin, hat mich das nicht so wirklich betroffen. Oder das habe ich auch nie so voll wahrgenommen. Ich war auch nie so bekannt, dass mich irgendwie Leute angesprochen hätten auf der Straße oder sowas oder ganz, ganz selten. Und so hat mich das wenig betroffen. Und meine Mutter war das, hat sich aber diese Sorgen natürlich gemacht und hat da sehr stark darauf aufgepasst, dass ich nicht zu viel meiner Zeit damit verbringe und da quasi ganz normaler 10-Jähriger, 11-Jähriger und so war. Ich habe also auf keinen Fall das Gefühl gehabt, dass ich da keine richtige Kindheit hatte oder sowas. Das war auf keinen Fall so. Gab es irgendwann mal in der Zeit eine Phase, wo du kurz davor warst, aufzugeben? Ich glaube, ich hatte nie so längere Momente, wo ich es gar nicht mehr wollte. Aber klar gab es eine ganze Menge, also ich weiß nicht, wer das nicht hat, eine ganze Menge Tage, wo man sich denkt, oh Gott, nein, das reicht. Aber oft sind es dann auch Zeiten, wo man das Gefühl hat, dass die Sachen nicht funktionieren, nicht in die richtige Richtung gehen. Das ist oft dann kurz bevor Sachen deutlich besser werden, wenn man da vielleicht auch die Energie und den Willen rauszieht, Sachen zu verändern. Also, korrigiere mich, aber ich stelle mir vor, du stehst jetzt schon mit dieser Riesenverantwortung, auch mit der Größendimension, dieses Projekt hat viel in der Öffentlichkeit. Wer sind die Menschen in deinem Leben, denen du vertraust, also wo du wirklich mal so auspacken kannst, über das, was dich innerlich bewegt, wo du nicht den souveränen Felix sein muss, der alle Zahlen auf dem Schirm hat und zuversichtlich voranschreitet? Zwei Antworten. Also erstmal haben wir bei Plan for the Planet einen tollen Vorstand und eine tolle Geschäftsführerin.
Und deswegen habe ich nicht den gesamten Druck oder diese gesamte Verantwortung von diesem Projekt auf meinen Schultern allein. Klar, ich bin Vorstandsvorsitzender und dafür für viele Sachen verantwortlich, aber eben teile mir diese Verantwortung mit meinen Kollegen. Und das sind Kollegen, denen ich voll und ganz vertraue. Da weiß ich, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen werden. Deswegen fühlt es sich für mich nicht so schwer an, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Und ich mache das ja auch seit einer Weile und Plan for the Planet hat sich da über diese Jahre entwickelt und ist langsam gewachsen. Deswegen fühlt es sich auch nicht wie eine Riesenlast an, sondern wie eine Verantwortung, mit der ich ganz gut zurechtkomme. Aber klar, ich habe grundsätzlich einen tollen Freundeskreis. Ich wohne in Zürich und da gibt es Menschen, denen ich sehr nahe stehe, besonders meinen beiden Mitbewohnern dort zusammen, zum Beispiel, mit denen ich dann sehr privat natürlich anders bin, als ich in der Öffentlichkeit als dieser Baumpflanzjunge bin. Was ist denn anders, wenn ich fragen darf? Wäre ja nicht privat, wenn ich das. Zu öffentlich. Nein, aber ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass die Arbeit Arbeit sein zu lassen und dass man zu Hause über andere Sachen spricht und absichtlich über andere Sachen spricht. Ich habe früher mal eine zeitweise alle meine Freunde gebeten, dass wenn sie mich neuen Leuten vorstellen, dass sie irgendwas erzählen, solange sie nichts über Bäume sagen. Weil ich habe keine Lust, wenn die dann wenn ich auf einer Party bin oder sowas. Wenn mich dann die Leute dann die gleichen fragen, was ist dein Lieblingsbaum? Seit wann machst du das? Wie hat das alles angefangen? Und so weiter. Das kann ich sonst oft genug erzählen. Das muss ich dann nicht auch noch dann erzählen. Aber grundsätzlich macht es mir ja sehr viel Spaß. Deswegen habe ich kein Problem, darüber zu sprechen. Sind ja auch immer wieder neue Fragen und neue Ideen. Aber es ist auch wichtig, mal über anderes zu sprechen. Das verstehe ich total. Hast du genug Freizeit? Grundsätzlich schon. Ja, also es gibt natürlich auch immer anstrengende Momente und jetzt bin ich gerade viel unterwegs, leider, und verbringe manche meiner Wochenenden dann nicht da, wo ich am liebsten bin, aber grundsätzlich schon. Wenn du so auf die Zeit zurückschaust, ja, gibt's da irgendwas, wo du dir jetzt im Nachhinein sagst, fuck, ey, das hätte ich gerne anders gemacht. Also wenn du dir jetzt nochmal rückwirkend einen Rat geben könntest. Es gibt eine ganze Menge, also eine unglaublich lange Liste an Sachen. Also ich kann eine ganze Liste an Projekten erzählen, die nicht geklappt haben. Nachhinein oder auch grundsätzlich gesagt hätte, ist, glaube ich, immer eine schwierige Abwägung. Macht man was Neues, wenn man da irgendwie Spaß dran hat, oder konzentriert man sich auf sein Kerngeschäft? Und zu oft haben wir da neue Sachen ausprobiert, die dann nicht genial waren und da ein bisschen Zeit verschwendet. Also das ist ganz klar. Aber dabei sind manche dieser verrücktesten Ideen waren auch die besten Sachen, die wir je gemacht haben. Deswegen ist es immer schwer zu sagen, wir machen generell nichts Neues, sondern konzentrieren uns auf unser Hauptding. Also zum Beispiel mit diesem Rat würde ich rückwirkend sagen, dass die gute Schokolade eine absurde Idee war. Also wie ein Botschafter von Plan for the Planet hat vorgeschlagen, als wir damals mit der Schokoladenindustrie zusammen ein Projekt machen wollten, uns aber keiner unterstützen wollte, dann machen wir unsere eigene Schokolade. Und daraus ist dann die gute Schokolade entstanden, die ist Fairtrade und CO2-neutral und finanziert seit jetzt bald 10 Jahren unsere Aufforstungsarbeit. Und mit allen 5 verkauften Tafeln dieser Schokolade pflanzen wir einen Baum und es ist unglaublich erfolgreich, unglaublich konsistent hat es unsere Arbeit ermöglicht. Ich bin froh, dass ich da nicht Nein gesagt hätte. Heute würde ich da vielleicht zu sowas sagen, das ist doch verrückt. Haben keine Ahnung von Schokolade, wir haben keine Ahnung von Logistik, keine Ahnung, wie man so ein Produkt überhaupt in Läden bringt. Wir kennen uns da nicht aus, aber wir haben es damals trotzdem gemacht und es war super. Aber es gibt auch andere Sachen, natürlich, die wir hätten besser machen können. Also zum Beispiel unsere Aufforstungsarbeit in Mexiko. Hätten wir viel früher uns nicht nur auf die Aufforstung konzentrieren sollen, sondern auf das ganz genaue Monitoring. Also dass wir viel genauer, viel früher gemessen hätten, die Erfolge und die Misserfolge, die Überlebensraten viel klarer kommuniziert hätten. Also da gibt es viele auch Kleinigkeiten, die man, oder nicht Kleinigkeiten, aber auch kleinere Sachen, die man hätte viel besser machen können. Aber ich glaube, das ist immer so und man lernt draus und wird besser.
Gibt es eine Frage, die du überhaupt nicht mehr gern gestellt bekommst, weil dir die zum Ohren raushängt? Also die Frage, die ich sicher in meinem Leben am öftesten beantwortet habe, ist, wie hat das alles angefangen? Und ich schalte so innerlich ein bisschen ab, wenn ich die Geschichte erzähle natürlich, ja. Weil jeder Satz jedes Mal gleich ist. Aber schlimm finde ich es auch nicht. Ja. Gibt es eine Frage, die du gern mal gestellt bekommen würdest? Weiß ich nicht. Um ehrlich zu sein, ich erzähle immer, also grundsätzlich immer länger und erzähle dann auch die Sachen, die mir wichtig sind, auch wenn sie mir nicht gestellt werden, glaube ich. Wüsste ich jetzt nicht eine bestimmte Frage, nee. Ja, mal gucken, vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht. Felix, also ich möchte das Video auch gern jungen Menschen zeigen. Mhm. Also was ich wahrnehme, ist, dass krass, also ganz, ganz anders als in meiner Generation damals, also wirklich viele junge Menschen gerade wirklich sehr sensibilisiert sind für das Thema. Und gleichzeitig habe ich oft so das Gefühl von so wie so eine Ohnmacht von, ey, das bringt alles nichts, wir kommen nicht dagegen an, etc. Was würdest du einem jungen Menschen, der heute 9 ist oder 12 ist, raten? Wo würdest du, wenn du heute nochmal anfangen würdest, wo würdest du ansetzen? Meinst du jetzt in Sachen Klima insgesamt oder grundsätzlich? Generell, also wenn du dir vorstellst, also ich meine, ich bin ja im Vergleich zu deiner Generation oder zu denen, die jetzt gerade in die Schule gehen, bin ich ja aufgewachsen, so als wenn ich auf dem Dorf gelebt hätte. Also so einfach, so simpel, wenn ich mir versuche vorzustellen, diese krass vielen Optionen, diese krass vielen Ablenkungen, all diese Nachrichten, Corona etc., also die Versuchung ist ja relativ groß, einfach zu sagen, boah, ist alles einfach eine Nummer zu groß. Also ich glaube, dass wenn man heute was bewegen möchte, es gibt besonders in Sachen Klima und Umwelt gibt es so viele Menschen, die die sensibilisiert sind, dieses Problem auch so als Problem wahrnehmen und nach was suchen, wo sie sich engagieren können. Dass man, glaube ich, heute, wenn man loslegt, sehr schnell sehr viel Unterstützung und viele Mitstreiter bekommt. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich da ein Projekt aussucht oder wo anfängt, wo es einem wirklich Spaß macht, weil da kommt man einfach viel, viel weiter, wenn es einem da viel Spaß macht. Und ich hatte dieses, aber ich glaube, das Zusammenarbeit mit anderen Menschen ist meistens schön und erfüllend. Also ich bin so froh, dass ich das über diese Jahre machen durfte, weil ich viele der besten Menschen so kennengelernt habe. Also erstmal Gleichgesinnte suchen. Und dann, was natürlich für Plan for the Planet, also ich tue mir schwer, da insgesamt Rat zu geben. Ich bin auch erst 23, habe viel zu wenig von der Welt gesehen, Ja, aber du hast eine Menge. Um anderen was zu erzählen. Ja, ich glaube, da hatte ich einfach sehr viel Glück und die richtigen anderen Leute, die da mitgeholfen haben. Ich würde dann nicht sagen, dass ich da so geniale Entscheidungen getroffen hätte, dass das wegen mir alles so erfolgreich gewesen wäre, sondern es waren andere geniale Leute oder gute Leute um mich rum und einfach viel Glück. Aber klar, was für natürlich für Plan for the Planet wichtig war, ist, dass wir eine sehr einfache, starke Geschichte zu erzählen hatten, besonders in diesen Anfangjahren. Diese Geschichte von dem Jungen, der Bäume pflanzt hat, hat überall gut gepasst und hat uns sehr weitergebracht. Und klar, natürlich war das Bäume als klares, einfaches Mittel gegen die Klimakrise natürlich auch etwas, was man ganz leicht erklären konnte. Auch wenn wir es am Anfang gar nicht mal nur als Lösung gesehen haben, sondern vielmehr als Symbol. Mhm. Aber das konnte man gut erklären, gut erzählen und konnte sich weit verbreiten. Das war für uns auch ganz wichtig. Also Gleichgesinnte und wenn möglich eine coole Story, eine einleuchtende Geschichte. Starke, einfache Geschichte mit einer einfachen Lösung. Mhm. Und möglichst auch etwas, also worin schnell zumindest kleine Erfolge zu erzielen sind. Genau, das war natürlich auch extrem wichtig für uns, dass das etwas war, was man sofort machen konnte. Ja, wir wollten keine neue erneuerbare Energienquelle oder sowas entwickeln, sondern ganz einfach Bäume pflanzen. Also das konnte man sofort tun, auch im sehr, sehr kleinen Stil. Und es konnte auch wirklich jeder mitmachen. Und das hat es natürlich einfach gemacht, daraus eine Bewegung zu machen.
Jetzt, du hast ja im Nebensatz vorhin gesagt, dass ihr in Yucatan gerade pro Jahr über 2 Millionen Bäume pflanzt, korrekt? Genau. Warum Yucatan? Wir sind dort in einem tropischen Trockenwald. Es ist einer der gefährdetsten Waldökosysteme der Welt. Also es ist ein Ökosystem, das einfach von dem das größtenteils schon zerstört wurde, von dem es nicht mehr so viel auf der Welt gibt und das eben auch die Artenvielfalt dort in Gefahr bringt. Deswegen macht es Sinn, dort aufzuforsten. Das ist aber nicht der einzige Grund, wieso wir dort aufforsten. Es hat auch viele historische, praktische Gründe, dass es Sinn gemacht hat und einfach gemacht hat und da wir einfach ein gutes Team hatten. Und das hat uns die Chance, dieses Projekt dort gegeben, das Projekt dort aufzubauen. Ehrlich gesagt, gibt so viele Länder auf der Welt, in der Renaturierung und Aufforstung unglaublich wichtig ist. Für uns war Mexiko damals einfach, deswegen haben wir unser Hauptprojekt eben dort aufgebaut. Aber wir hätten da genauso gut nach Kenia gehen können oder in ungefähr 50 andere Länder auf der Welt. Nimm mich mal mit, also wie kann ich mir das vorstellen? Also jetzt gerade wenn es um so einen besonderen Wald geht, also ihr müsst ja sehr wahrscheinlich sehr viele verschiedene Arten auf einem kleinen Raum pflanzen, oder? Genau, und da haben wir auch über die Jahre viel dazugelernt und sind viel besser geworden. Aber vielleicht erzähle ich mal über unsere Arbeit dieses Jahr. Wir haben dort ein tolles Team an Ökologen, die dieses gesamte Projekt managen und planen. Und die fangen damit an, dass sie als allererstes, wenn sie diese Fläche angucken, eben den Boden analysieren und schauen, welche Bodenbedingungen haben wir dort. Weil das schon mal stark eingrenzt, was für Ökosystem dort überhaupt entstehen kann. Als nächstes suchen sie dann im Umkreis von diesem Wald, also oder von diesem zerstörten Wald, einen intakten Wald, also idealerweise ein Wald, in dem noch nie irgendjemand abgeholzt hat. Das ist meist ganz, ganz schwer zu finden, aber eben ein Wald, in dem sehr, sehr wenig abgeholzt, sehr, sehr wenig beschädigt wurde. Und zwar suchen sie dann eben auch einen Wald mit ähnlichen Bodenbedingungen, also einen vergleichbaren Wald. Den nennt man dann Target Forest. Das ist quasi das Ökosystem, das wir wiederherstellen, das wir wieder erreichen wollen. Das ist quasi unsere Zielsetzung. Und dann kann einer unserer Teamkollegen, ein Botaniker, dann eben diese Fläche analysieren und genau verstehen, welche Baumarten wachsen dort und in welcher Kombination. Und basierend auf dieser Analyse von diesem Target Forest erstellen wir dann die Liste an Baumarten, die wir in unseren Wald pflanzen wollen. Und dann geht es natürlich los, dass wir die Samen sammeln oder auch kaufen. Manche Baumarten kann man relativ problemlos lokale Baumsamen kaufen. Das ist natürlich dann viel einfacher. Spart eine Menge Arbeit, aber die Samen, die man nicht kaufen kann, die muss man dann selber sammeln. Wir haben jetzt in den letzten 6 Monaten ungefähr 850.000 Samen gesammelt in unserem Team dort und die werden dann auch verarbeitet. Also das heißt, dass die Samen oft noch aus der Frucht rausgezogen werden müssen, bis sie bereit sind. Dann kommen sie in die Baumschule, werden sie zu Setzlingen großgezogen. Also sie sollen dann ungefähr 50 Zentimeter groß sein, wenn wir sie pflanzen. Das dauert je nach Baumart circa 3 bis 6 Monate, bis sie groß genug sind. Und dann müssen wir die Fläche noch vorbereiten. Das heißt hauptsächlich, wir haben in diesem Ökosystem ist ja natürlich nicht so, dass wenn wir da keine Bäume pflanzen, dass da nichts wächst, sondern wachsen oft sehr schnell wachsende Gräser. Und unsere Bäume sind am Anfang, weil wenn sie gepflanzt werden, stark in Wettbewerb mit diesen schnell wachsenden Gräsern, weil diese Gräser erstmal schneller wachsen und an unseren Bäumen das Wasser wegnehmen, das Sonnenlicht wegnehmen und so weiter. Also um unseren Bäumen eine bessere Chance zu geben, zu überleben und zu wachsen, schlagen wir mit Macheten dieses Gräser weg, genau um die Flächen rum, wo wir die Setzlinge pflanzen. Und so geben unsere Bäume etwas eine bessere Chance. Und das machen wir in der Trockensaison, in der wir sowieso nicht pflanzen können. Das halbe Jahr über ist in diesem Ökosystem in Mexiko, also von Januar bis Juni, ist es dort viel zu trocken, als dass man dort Setzlinge pflanzen könnte. Erst ab Juli fängt dann die Regensaison an und dann kann man pflanzen. Das Ganze variiert natürlich von Jahr zu Jahr ein bisschen, wann es mit dem Regen anfängt und mit dem Regen aufhört. Genau, also in der zweiten Hälfte ab Juli fängt dann meistens die Regensaison an und dann können wir mit dem Pflanzen loslegen. Und dann haben wir ungefähr 6 Monate Zeit, bis wir alle Setzlinge gepflanzt haben müssen. Und danach beginnt natürlich die Monitoring-Arbeit, schauen, wie sich die Bäume entwickeln und auch die Baumpflege. Was ist dabei wichtig ist, dass wir unsere Arbeit jetzt so transparent wie möglich machen wollen, dass jeder von zu Hause aus miterleben kann, wie diese Bäume, die man gespendet hat, dann auch wachsen. Und um das zu machen, haben,
haben unsere Softwareentwickler-Kollegen gerade eine App entwickelt, die heißt DreamApper. Und mit dieser App können die Teamkollegen im Projekt vor Ort jeden Tag genau registrieren, wo sie heute gepflanzt haben. Und die registrieren dann diese Fläche und sagen, hier haben wir 1000 Chico Zapote gepflanzt, 500 Palo de Tinte und so weiter, die ganzen Baumarten. Und registrieren dann ein paar Beispielbäume und messen dann genau, wie hoch die sind, welchen Durchmesser sie haben und so weiter. Und diese Beispielbäume werden dann langfristig nachverfolgt und wir sehen, welche Überlebensrate wir haben, wie schnell die wachsen und so weiter. Wir können verschiedene Sachen über unsere Aufforstung somit natürlich errechnen. Und was auch wichtig ist, dass all diese Daten, die wir über unser Projekt sammeln, automatisch öffentlich sind. Also dass jeder, der auf unsere Webseite geht und sich dieses Projekt anklickt, kann dann genau sehen, wo wir an dem Tag gepflanzt haben und welche Baumarten wir an dem Tag gepflanzt haben. Und man sieht auch auf dieser Karte diese Beispielbäume, die wir registriert haben. Und man kann das alles sehen und alles nachverfolgen. Ihr habt auch eine Lösung, die man auf Webseiten einbauen kann, korrekt? Genau. Wir wollen es allen so einfach machen. Jeder, der eine Community hat, jeder, der Freunde hat oder jedes Unternehmen natürlich mit ihren Kunden. Wir wollen es allen so einfach machen, mitzuhelfen, global Aufforstungsprojekte zu unterstützen. Also so kann dann jeder dann seine Fans einladen, seine Zuhörer einladen, mitzupflanzen. Du natürlich auch. Genau, deswegen frage ich, weil alle, die das jetzt gerade sehen und in unserer Community sind, Tomodea, also wir werden das auf unserer Seite implementieren und werden uns dann alle mit an den Bäumen freuen. Felix, wie so Pi mal Daumen, also dort auf einem Fußballfeld, wie viele Sorten Bäume kommen da zusammen? In so einem tropischen Ökosystem können auf so einem Fußballfeld manchmal über 100 Baumarten wachsen. Wir schaffen es nicht ganz, diese Vielfalt nachzupflanzen. Es ist viel zu kompliziert logistisch. Wir ziehen dieses Jahr in unserer Baumschule knapp 30 Baumarten. Aber wir pflanzen auch nicht jede Baumart in jedem Teil der Fläche, sondern es gibt manche Flächen, die liegen etwas tiefer. Ja, dann kommt dort steht dann vielleicht mehr Wasser in der Regensaison. Deswegen brauchen wir dort Baumarten, die besonders gut mit viel Wasser umgehen können. Und auf höher gelegenen Flächen oder sowas brauchen wir vielleicht Baumarten, die eher mit trockenen Konditionen umgehen können und so weiter. Da gibt es eben verschiedene andere Faktoren auch noch, die da wichtig sind. Also sind es dann grundsätzlich irgendwo 9 bis 20 Baumarten, die wir in einem bestimmten kleinen Gebiet dann pflanzen. Aber was natürlich wichtig ist, ist, dass es aber auch nur die Basis für diesen Wald ist. Ja, dadurch, dass dann ein Wald entsteht, kommen dann natürlich wieder Insekten und Vögel. Und diese Vögel verbreiten Baumsamen, zum Beispiel, indem sie sie essen und dann aber ohne sie zu zerlegen auch wieder ausscheiden. Und während sie durch unseren Wald fliegen oder auf einem kleinen Ast in unserem Wald sitzen, und dann ist da ein Baumsamen von der Baumart, die wir gar nicht gepflanzt haben, die dann aber als sogenannter Recruit dann dort auch wächst. Deswegen gehen wir aus, dass es in 20, 30, 40 Jahren wird dieser Wald, den wir da erstellen, wahrscheinlich deutlich mehr Baumarten haben, als er das jetzt hat. Jetzt sind nochmal, also 2 Millionen klingt viel, aber ihr habt ja eigentlich ein wesentlich ehrgeizigeres Ziel, 1000 Milliarden. Wie gehst du, also ich bin so ein extrem ungeduldiger Mensch, ja? Also ich liebe Projekte, wo ich den Fortschritt sehen und spüren kann. Wie gehst du damit um, dass selbst diese 2 Millionen ja letztendlich irgendwie erstmal nur sowas sind wie ein Tropfen? Wie machst du das innerlich? Ja, vielleicht soll ich mal ganz kurz erstmal dieses Ziel erklären, weil sich die Leute denken, wieso ausgerechnet 1000 Milliarden, um dann richtig auf deine Frage einzugehen. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Vor ungefähr 12.000 Jahren, ja, am Ende der letzten Eiszeit, damals gab es ungefähr 2-3 Millionen Menschen auf der Welt, das weiß keiner so genau. Aber zu der Zeit hatten wir als Menschen noch kaum in den Waldbestand eingegriffen. Wir waren einfach so wenige, dass wir noch fast gar nichts abgeholzt hatten auf der Welt. Damals hatte die Welt also ungefähr 6 Billionen Bäume. Das war also die maximale Anzahl an Bäumen, die sie auf der Welt gab. Warte mal ganz kurz, 6 Billionen, das sind... 6 Billionen, das ist ungefähr... 6.000 Milliarden?
Ja, genau. Das sind 6.000 Milliarden. Also fast 1.000 Bäume pro Mensch auf der Welt. Das sind jetzt natürlich ein bisschen, also von der heutigen Zahl an Menschen auf der Welt. Ja. Also 6 Billionen gab es also mal. Aber wir haben natürlich dann angefangen, eine ganze Menge abzuholzen. Und deswegen stehen von diesen 6 Billionen, die es mal gab, heute nur noch ungefähr 3 Billionen Bäume auf der Welt. Also nur noch halb so viele Bäume, wie wir schon mal hatten. In der idealen Welt würden natürlich all diese verloren gegangenen Bäume wieder aufforsten, um dann wieder die 6 Billionen zu haben. Aber natürlich sind wir mittlerweile eine ganze Menge Menschen auf der Welt und brauchen eine ganze Menge Platz für Landwirtschaft. Deswegen ist es einfach unmöglich, diese 6 Billionen wieder zu erreichen. Die Frage, wie viel wir genau wieder aufforsten können, ohne in Konkurrenz zur Landwirtschaft zu kommen, ist relativ schwierig auszurechnen. Aber nach den besten Schätzungen, die wir haben, sind es ungefähr 1.000 Milliarden, also 1 Billion Bäume, die wir zurückgewinnen können. Also wir können nicht mehr von den 3 auf die 6 Billionen zurück, aber wir können vielleicht von 3 Billionen auf 4 Billionen zurück. Und wenn wir es schaffen würden, diese Bäume zu pflanzen oder diese Flächen wieder zu renaturieren, dann würde es natürlich die Klimakrise nicht lösen. Ja, durch die Aufforstung alleine können wir die Klimakrise nicht lösen. Das Allerwichtigste, was wir tun müssen, ist ganz drastisch weltweit unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Aber wir haben es einfach so lange gewartet mit der Reduktion unserer Emissionen, dass die Reduktion alleine auch nicht ausreicht, um diese Klimakrise zu verhindern. Also müssen wir unbedingt reduzieren und all dieses Aufforstungspotenzial nutzen. Und nur dann haben wir die Chance, diese Klimaziele noch zu erreichen. Und das Tolle ist natürlich, wenn wir all diese zerstörten Ökosysteme wiederherstellen, dann können wir die Artenvielfalt auf der Welt natürlich schützen und haben noch eine ganze, ganze Menge andere tolle Vorteile. Also deswegen ist das unsere Mission. Und du sagst mit Recht, ja, wir pflanzen jetzt 2 Millionen, wir brauchen 1.000 Milliarden. Und von unseren 2 Millionen überlebt ja auch nicht mal jeder. Ja, also ist der Gap noch viel, viel größer. Und deswegen überlegen wir uns die ganze Zeit, was können wir tun, um da unseren Impact noch zu erhöhen. Und es ist auch mit der Grund, wieso wir angefangen haben, diese Plant for the Planet Plattform zu entwickeln. Das ist eigentlich eine ganz einfache Idee. Auf unserer Plattform findet man mittlerweile 170 Aufforstungsprojekte überall auf der Welt, die alle in ihren Ländern tolle Arbeit machen, die man dann direkt unterstützen kann. Und zwar geht es einfach darum, diese Transparenz zu schaffen, dass all diese Projekte ihre Arbeit darstellen können, genau zeigen können, wo sie pflanzen und so weiter, dass man diese Projekte kennenlernen kann und dann direkt spenden kann. Und das Wichtige ist, dass diese Plattform Open Source ist und noch wichtiger, wir von Plant for the Planet nehmen nichts von dem Geld, sondern das Geld, wenn man das spendet, geht es dann direkt 100% an dieses Projekt weiter. Wir wollen es damit einfach Leuten ein so einfach wie möglich machen, all unseren sogenannten Wettbewerbern zu unterstützen. Weil es uns am Ende des Tages wirklich egal ist, ob wir einen Baum mehr gepflanzt haben, in Mexiko zum Beispiel, oder ob ein anderes Projekt in Madagaskar einen Baum mehr gepflanzt hat. Ein Baum mehr ist ein Baum mehr für uns alle und hilft uns in der Lösung der Klimakrise. Das hilft uns, also unseren Impact vielleicht doch etwas größer zu machen, als wir den bisher haben. Aber ich bin natürlich trotzdem extrem ungeduldig und habe immer das Gefühl, wir sind lang nicht schnell genug. So, wie können die Menschen jetzt gerade sehen, außer ganz, ganz viel Schokolade essen, wie können die direkt am effektivsten unterstützen und zwar am besten gleich jetzt noch, während sie das Video anschauen? Man kann am besten direkt über deine Webseite Bäume spenden. Das ist das Allereinfachste, was man machen kann. Und man sieht dann auch nachher, wo diese Bäume dann irgendwann auch gepflanzt werden. Man möchte ja nicht nur, dass das Geld irgendwo weg ist, sondern wissen, was genau passiert damit. Das ist das Allereinfachste, was man machen kann. Man kann die gute Schokolade kaufen und dort dadurch Bäume spenden. Oder einfach an irgendein Aufforstungsprojekt auf der Welt, solange man Bäume pflanzen unterstützt. Also wenn man pp.eco eingibt zum Beispiel, also pp.eco, dann findet man eben eine ganze Menge tolle Aufforstungsprojekte überall auf der Welt und kann sich irgendeins aussuchen und das dabei unterstützen. Wir werden das natürlich alles unten drunter verlinken. Felix, du hast vorhin gerade gesagt im Nebensatz, dass du das noch gar nicht so lange her ist, dass du dich entschieden hast, so ganz einzusteigen.
Was war denn die Alternative? Ich habe eine ganze Menge Sachen mal überlegt. Ich habe in meinem Bachelor habe ich internationale Beziehungen und studiert, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat und ich das interessant fand. Ich habe mir auch mal überlegt, einen Master in Journalism zu machen, aber ich hatte nie so einen ganz konkreten Plan. Also ich habe eine ganze Menge Ideen gehabt, natürlich, wie das jeder hat und wie jeder viele Sachen überlegt. Aber es war nicht so, dass ich da einen ganz konkreten anderen Plan gehabt hätte. Ist deine Family involviert in das Ganze oder ist es wirklich deine Sache? Nein, meine Familie hat das über die Jahre ganz, ganz stark unterstützt. Also erstmal waren meine beiden Schwestern beim allerersten Baum mit dabei und haben den mitgepflanzt. Und meine ältere Schwester macht so heute was anderes. Sie ist Pädagogin, also sie ist Grundschullehrerin, aber ist immer noch im Aufsichtsrat von Plan for the Planet und unterstützt uns dadurch oder kontrolliert mich quasi als Vorstand von Plan for the Planet mit den anderen Aufsichtsratskollegen. Meine Eltern haben Plan for the Planet auch über die Jahre ganz, ganz stark unterstützt. Also ich bin mir sicher, ich war natürlich 9 Jahre alt, als es damals losging, hatte natürlich auch ganz viel Unterstützung von anderer Seite. Meine Lehrerin war da ganz wichtig, hat das mit unterstützt. Aber wenn meine Eltern nicht geholfen hätten und natürlich auch die Eltern von anderen, das Ganze so ein bisschen zu professionalisieren, daraus eine Organisation zu machen, würde es sicher Plan for the Planet heute nicht in dieser Form geben. Oder hätte sich vielleicht ganz anders entwickelt. Ich bin selber erst seit 2019 der Vorstandsvorsitzende von Plan for the Planet. Davor hat mein Vater zeitweise auch pro bono Plan for the Planet unterstützt, auch als Vorstandsvorsitzender. Also ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar, dass sie das Ganze so lange unterstützt haben. Und das ist schön, eine Familie zu haben, die das alle genauso gut finden und die da alle mithelfen und da alle auch so viel Zeit reingesteckt haben. Es war für uns auch ein schönes Familienprojekt über die Jahre, auch wenn es natürlich nicht nur meine Familie war. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich sitze hier manchmal zusammen und denke, krass, was draus geworden ist aus diesem ersten Baum. Ja, immer wieder und es ist auch rückblickend verrückt, dass sich das so entwickelt hat. Also immer wieder denke ich mir, wie komisch. was für ein ungewöhnlicher Weg das dann auch war über die letzten Jahre. Ja. Felix, also ein Preis von so einem Wirkungsgrad, den ihr mittlerweile habt und dem Erfolg, der damit verbunden ist, ist Sichtbarkeit. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass du auch manchmal angegriffen wirst. Also ich kann mich erinnern, es gab mal eine Welle in den Medien. Also ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, sondern was mich eher interessiert, also wie gehst du damit um? Also wie gehst du damit um, wenn du angegriffen wirst? Also was macht das mit dir? Ich frage deswegen, weil ich begleite eine Menge Menschen auf ihrem Weg zu mehr Erfolg, zu mehr Öffentlichkeit. Und eine große Angst, die viele Menschen haben, ist, okay, was ist denn, wenn ich dann so sichtbar bin und wenn mich plötzlich nicht mehr alle nur mögen? Also die Angst verstehe ich total. Und als ich zum ersten Mal so richtig eine negative Berichterstattung auch erlebt habe, hat mich das erstmal sehr, sehr hart getroffen. Und habe dann eine Weile gebraucht, um zu merken. Also es fühlt sich dann sowas sehr schnell sehr so existenziell an. Es fühlt sich so unglaublich groß an. Und es hat dann eine Weile gedauert, bis ich das einfach einordnen konnte und sagte, das ist doof und das ist schade und es wird viel Arbeit bedeuten, damit umzugehen und so weiter. Aber das ist nicht existenziell, das ist nur ein bisschen Kritik mit Kritik. An Kritik ist man gewöhnt und damit kann man umgehen. Aber ja, wir haben ja auch ein bisschen, oder wir haben nicht insignifikant auch Kritik abbekommen, haben Leute gesagt, dass wir manche Teile unserer Arbeit nicht gut genug sind. Manche Kritik war unberechtigt und da haben wir auch ganz klar uns dagegen gewehrt oder gesagt, was nicht zutrifft. Also waren auch andere Sachen, die wirklich berechtigt kritisiert waren, wo wir das Potenzial hatten, uns als Organisation zu verbessern. Und dadurch, dass sich Journalisten diese Arbeit gemacht haben, uns so zu kritisieren, das war für uns auch in vieler Hinsichten sehr, sehr positiv, weil wir da auch so eine Art Leitfaden hatten in Sachen, die wir angehen sollten.
Das haben wir über die letzten Monate auch so umgesetzt und sind gerade dabei, unsere Satzungen von Plant for the Planet in Deutschland und Mexiko zu verbessern, dass wir da richtige Kontrollgremien drin haben und so sicherstellen, dass Fehler verhindert werden und so weiter. Und hast du das Gefühl, dass die Quellen oder Medien, die euch da kritisiert haben, dass die dann aber eben auch, wenn ihr nachbessert, auch dafür offen sind, darüber zu berichten? Das kann ich schwer einschätzen. Es gab bis jetzt sehr wenig Nachberichterstattung zu dieser ursprünglichen Kritik, die wir da erlebt haben. Werden wir dann natürlich sehen in den nächsten Monaten auch, wie sich diese Nachberichterstattung ausgestaltet. Okay, aber deine Lieblingsspeise kannst du mir verraten. Meine Lieblingsspeise sind Rohrnudeln. Das macht meine Mutter immer oder manchmal, wenn wir alle zu Hause zusammen sind. Was ich einen echt starken Move finde, ist eure Akademie. Also ich stehe auf Multiplizieren. Für junge Menschen, die das sehen, oder vielleicht auch für Ältere, fangen wir erstmal so an, gibt es eine Altersgrenze? Unsere Akademien, unsere Kernzielgruppe von unserer Akademien sind 10- bis 12-Jährige. Aber wir sind da auch ganz offen, wenn ein 13-Jährige oder ein 14-Jähriger oder ein 9- oder 8-Jährige da mitmachen möchte, dann dürfen sie sich natürlich sehr gerne anmelden. Okay, das heißt, wenn das gerade von Eltern gesehen wird, die Kids in dem Alter haben, die sollen es an sie weitergeben. Genau, man kann sich auf unsere Webseite gehen und sieht dann immer, welche Akademien stattfinden. Früher hatten wir eine ganze Menge immer überall die ganze Zeit, besonders in Deutschland. Dann durch die Pandemie mussten wir die Akademien, natürlich alle physischen Akademien, canceln und konnten nur noch ein paar Online-Akademien machen, was natürlich auch ganz wichtig ist und auch gut funktioniert, aber natürlich lang nicht das gleiche Gefühl ist wie mit anderen Kindern, die sich auch um die gleichen Sachen Sorgen machen oder dieses W-Thema wichtig finden, zusammen da zu sein und zu erleben, dass man zusammen was machen kann. So ist ganz was anderes. Aber wir freuen uns, dass wir jetzt langsam wieder anfangen, auch diesen Herbst die ersten physischen Akademien wieder durchzuführen. Cool. Felix, Du hast mir und den Zuschauerinnen jetzt eine Stunde deiner Lebenszeit geschenkt und auch die Zuschauerinnen uns. Was würdest du sagen, sollte oder muss passieren aus diesem Gespräch heraus, dass du sagst, das hat sich gelohnt für uns alle? Was würdest du dir wünschen? Also du bist ja ein Riesenpublikum und wenn da auch nur ein Teil davon ein paar Bäume entweder selber pflanzen oder natürlich an Aufforstungsprojekte spenden, dann bringt uns das unglaublich weiter. Außerdem haben wir natürlich alle jetzt in knapp über einem Monat oder in 6 Wochen eine große Wahl hier in Deutschland, wo wir die Chance haben, sicherzustellen, dass die nächste Bundesregierung die Klimakrise deutlich ernster nimmt. Und das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, die wir alle treffen müssen. Und ich hoffe, dass ganz viele deiner Zuhörer, die sich einfach überlegen, wenn sie wählen gehen, was uns hilft, diese Klimakrise anzupacken. Vielleicht auch nicht nur zu überlegen, was ja derzeit die Medien bestimmt, wer Bundeskanzler werden soll, sondern sich wirklich die Mühe macht, sich das Programm anzuschauen. Und da gibt es ja dann nicht mehr so eine große Auswahl an Parteien, die das Thema halbwegs ernst nimmt. Ja. So. Das heißt, an alle, die das jetzt gerade sehen, also hier mein Appell, weil das meine ich ganz wörtlich, ich finde, jede Stunde Lebenszeit ist so unendlich kostbar. Damit das hier kein intellektueller Puff wird für uns alle, so Puff und dann ist wieder weg. Mein Wunsch, meine Einladung, wirklich direkt einfach nach diesem Podcast auf einen der Links zu gehen und einfach sofort etwas zu tun, damit du das Gefühl hast, die ganze Sache hat sich gelohnt und du bist Part von etwas, worüber unsere Enkel vielleicht in einem positiven Sinne sagen werden, Gott sei Dank haben sie das Steuer noch rumgerissen. Felix, ich danke dir ganz doll. Hast du noch etwas, was du gern unserem Publikum jetzt hier sagen möchtest? Nee, glaube ich gar nicht. Wir haben das, glaube ich, alle wichtigen Themen angesprochen. Und das war ein sehr, sehr schöner Schlusssatz von dir. Cool, ich danke dir. Ciao. Danke dir. Ciao.
Danke, dass du diese Folge im Podcast Alles Menschen mit Veit Lindau und GästInnen gehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Und wenn du Lust auf mehr hast, dann kannst du diesen Podcast jetzt kostenlos abonnieren. Wir freuen uns, dass du hier mit dabei bist und wünschen dir eine wunderschöne Zeit. Bis gleich zur nächsten Folge.